Meine lieben Freunde, am 12. April 2020 ist Ostern. Aber in diesem Jahr ist alles anders. Corona, die schlimme, ansteckende Krankheit, die über unseren Erdball rollt. Die Kleinen fürchten, dass der Osterhase nicht kommt. Und in den Familien stellt man sich verunsichert die Frage, dürfen wir uns überhaupt sehen? Zwar ist es in manchen Bundesländern erlaubt, sich mit Angehörigen zu treffen, aber es ist absolut ratsam, sich nicht an den Ostertagen zu besuchen. Also grundsätzlich im Kreise der eigenen Familie zu bleiben. So müssen wir auf alle Verwandten, insbesondere auf Oma und Opa, verzichten. Denn wir wollen uns nicht gegenseitig gefährden. Aber nun die Frage, welche Bedeutung hat die Osterzeit? Am Karsamstag endet nicht nur die Fastenzeit, sondern in der Nacht von Samstag auf Sonntag erreicht die Zeit ihren Höhepunkt. In dieser Nacht endete die Leidenszeit von Jesus. Und somit beginnt die Osterzeit, die bis 50 Tage danach bis zum Pfingstsonntag andauert. Am Ostersonntag wird die Auferstehung Jesus Christus gefeiert und bringt den Menschen Freude und Hoffnung. Auch am Ostermontag dauert die Auferstehungsfeier an. Doch was geschah damals zu dieser Zeit? An diesem Tag brachen drei Jünger Jesus auf, um nach Emmaus zu gehen. Auf dem Weg dorthin begegneten sie einem Fremden, der sich ihnen anschloss. In Emmaus angekommen, luden sie diesen unbekannten Mann zum Essen ein. Doch als dieser das Brot brach, erkannten die Jünger ihren Herrn, Jesus Christus. Danach liefen sie nach Jerusalem, um die Auferstehung Christi zu verkünden. Ostern ist ein Fest der Familien und der Kirche, wo christliche Lieder gesungen werden, wo man an die Leiden Jesus denkt und betet. Doch in diesem Jahr 2020 ist es nicht so. Da bremst uns der gefährliche Virus Corona aus. Aber wenn wir weiterhin unserer Regierung mit Respekt und Vernunft deren Regeln befolgen, werden wir auch diese schreckliche Zeit überwinden. Aber wir werden erkennen, dass dann alles anders ist, als wie es einmal war. Wollen wir zu Gott beten und darum bitten, dass es bald ein Ende nimmt und uns keiner unserer Liebsten verlässt. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Amen. In Liebe und in Hoffnung, eure Deria.